Hey, na, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich habe es nur so halb mitbekommen, deswegen würde ich mich gerne ein bisschen mehr darüber informieren. Und zwar die Vorwürfe gegen P. Diddy habe ich jetzt in den letzten paar Tagen nur so nebenbei bei TikTok mitbekommen, als ich so ein bisschen auf TikTok gescrollt habe. Wir gucken mal in ein Video von Kaiser. Und Kaiser reacted auf ein Video von Bajanta So, Creepy willkommen Pasta zurück. Punch, also eine Reactionception. Meine Freunde, wir schauen heute Creepy Pasta Lunch. Es geht um die Diddy Files. Ich hab das. Er sagt halt Creepy Pasta Lunch, glaube ich. So, willkommen zurück, meine Freunde. Wir schauen heute Creepy Pasta Lunch. Es geht um die Diddy Pasta Files. Ich hab Lunch. das Er sagt mitbekommen. halt Oder die ganzen Lunch. Partys und sowas. Ich hab das mitbekommen, dass es jetzt gerade sehr groß ist. Er wurde verhaftet. Na, er wurde verhaftet und jetzt wurde er oder wird er angehört oder. Genau, das, was ich gerade gesagt habe, ne? Also er sagt, er wurde verhaftet, das weiß ich halt, also das habe ich auch mitbekommen, dass er nicht freigekauft werden kann gegen Kaution und dass er im Knast ist. Eminem, Kesha haben sich Wie auch immer. geäußert. Er wird angeklagt, beklagt wegen irgendwelchen Sachen. Also so Ich low-key bin in den nicht Songs. 100.000% drinnen in dem Film, aber wir schauen uns trotzdem an. In den letzten Jahren kommen immer und immer mehr schreckliche Skandale. Bruder, das ist wundervoll. Ganz kurz hier, das Robotus, wird es glaube ich ausgesprochen, von Alexander Markus, das T-Shirt. Shoutout. Darlans. Das Ding ist, ich bin so wenig in Games drin von irgendwas. Ich habe keine Ahnung, wer dieser. Was hat er gesagt? Christian Tuss, Markus? wird es glaube ich ausgesprochen von Alexander Markus. Alexander Markus. Ich habe den Namen irgendwo schon mal gehört, aber ich habe keine Ahnung, wer dieser Mensch ist. Ich bin so isoliert von allem. Ich habe keinen Schnall von Menschen, Politikern, Menschen, die jeder kennt, keine Ahnung. Wir erinnern uns damals, als ich gestreamt habe und ich wusste, wer Montana Black ist, aber wir lernen mit der Zeit, ne? Wir lernen zusammen. Kuss, das T-Shirt, Shoutout. Darlans Licht, die beweisen, dass bei den bekannten, reichen und mächtigen Leuten. Oh Leute, ich muss mir ganz kurz die Nase putzen. Gott, Gott, Gott. Ist manchmal auch besser, die Abgründe sind sehr tief und hässlich. Ja, aber eigentlich sollte man ja schon up to date sein irgendwie. Aber ich lerne. unfassbar verstörende Dinge vor sich gehen. Ich meine, wir hatten Jeffrey Epstein und unterschiedlichste bekannte Politiker, die in seine Keine Ahnung, wer das ist. schrecklichen Machenschaften vielleicht verwickelt waren. Oder Ja. wir hatten den Harvey Weinstein-Skandal, wo eben unterschiedlichste Prominente aus Hollywood beteiligt waren oder zumindest davon wussten. Oder wir hatten auch zum Beispiel vor kurzem den Dan Schneider-Skandal, wo eben. Chat, ich sehe gerade, euer Chat ist einfach mal richtig dick über seinem Gesicht. Das ist ja auch doof. Bewiesen wurde, dass auch bei Nickelodeon, bei einem Kindersender, Menschen manipuliert und missbraucht. Kannst aussprechen, wie du magst. Ich krieg also wirklich meine Zehennägel kräuseln sich ja immer, wenn ich höre, dass jemand Pixis sagt. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann verstehen, dass man verwirrt ist wegen dem S, weil das S ist reines optische Mittel. Also das S in meinem Namen ist nur da, weil ich Pix ohne S Kacke finde, das sieht doof aus. Aber man spricht es einfach Pix aus. Aber das ist okay. Ich habe mich langsam daran gewöhnt. Oder dass Leute Pix ohne S schreiben? Nee, daran gewöhne ich mich nie. Das ist eine Sache, da gewöhne ich mich nicht dran. Gebraucht worden. Und nun kommt eben ein neuer Vorfall dazu und. Was ist eigentlich jetzt mit Dan Schneider oder mit den ganzen Leuten, die da. Jetzt habe ich halt, weil ich jetzt so lange über meinen Namen geredet habe, habe ich ein bisschen den Faden verloren. Jetzt müssen wir mal kurz 20, 10, 15 Sekunden zurück. Ein Schneider-Skandal, wo eben bewiesen wurde, dass auch bei Nickelodeon, bei einem Kindersender, Menschen manipuliert und missbraucht wurden. Und nun kommt eben. Das habe ich mitbekommen. Doch, dieser Mann, der macht doch Zoe 101 und iCarly und so, ne? War der. Nee, oder? Aber ist das nicht der Typ, der diesen krassen Fußfetisch hat? Da Menschen manipuliert und missbraucht worden. Ist das nicht der Typ, der Jamie Lynn Spears geschwängert hat? Und nun Ey, kommt ich weiß eben nicht, ein ob neuer ich. Vorfall dazu und. Was ist eigentlich jetzt mit Dan Schneider oder mit den ganzen Leuten, die da involviert waren? Dan Schneider. Nee, ich google das jetzt mal nach, Leute. Das lässt mich jetzt gerade hier. Dan Schneider. Ja, das ist doch. Hier. Das ist doch der Bruder. Ja, der hat nämlich so einen krassen Fußfetisch, habe ich nämlich mitbekommen. Deswegen gibt es so viele Szenen in iCarly und in Victorious und so, wo so Fußszenen sind. Und der schiebt sich so richtig ein dann. Also das habe ich mir actually mal so richtig auseinandergenommen auf TikTok. Katzen, könnt ihr bitte euch mal ein bisschen beruhigen? So, weiter geht's. Das ist einfach. Das juckt einfach keine Und mehr. zwar geht es diesmal um die Musikbranche. Oder gibt es da Denn auch so jetzt Gericht, gerade gibt es irgendwas? einen Skandal, der die Medienlandschaft dominiert und er hat mit dem US-amerikanischen Sänger und Rapper P. Diddy zu tun.
P. Diddy ist nämlich... Droht lebenslange Haft... Ach, P. Diddy ist Puff Daddy. Oh mein Gott. Wisst ihr eigentlich, wie dämlich ich mich oft fühle, dass ich nicht eins und eins zusammenzählen kann aus mir heraus, dass ich das einfach nicht... Ich kann das, aber ich mach's nicht. Ich fühle mich richtig dämlich oft. Hey, Digga, Katzen, könnt ihr... Nee, also ich will die aussperren, aber die rennen immer unters Bett. Strafe. Hier alle Anklagepunkte. Okay. Steht in dem Mittelpunkt eines massiven Strafverfahrens, das ihm im schlimmsten Fall eine lebenslange Haftstrafe einbringen könnte. Anfang dieser Woche gab der zuständige Staatsanwalt eine Pressekonferenz, in der erstmals alle Anklagepunkte gegen Diddy vorstellte. Die 14-seitige Anklageschrift ist erschreckend umfangreich. Ja, Alter. 14 Seiten? Das ist mehr als drei. Das ist schon viel. Und beinhaltet schwere Vorwürfe, die das Leben und die Karriere des einzigen Hip-Hop-Tycoons zerstören könnten. Wir berichten bereits vorab. Teil 1 und Teil 2. 14 Seiten, jetzt Bruder. Im Gefängnis. Und zwar, weil er nicht nur unfassbar gewalttätige Dinge gehabt haben soll, sondern weil er und eventuell andere befreundete Prominente aus der Musikbranche, aber teilweise auch Schauspieler, an wirklich unfassbar verstörenden Partys teilhaben. Und zwar an sogenannten Freak-Out-Partys. Den gesamten Skandal um P. Diddy und das schreckliche Ausmaß, das man an Justin Bieber erkennen kann, möchte ich euch heute in diesem Video einmal genauer erklären. Fix, der war ja irgendwie 15 oder so und dann hat er einfach bei P. Diddy gewohnt, gelebt. Fangen wir dafür aber einmal bei... Was? Er hat mit 15 bei diesem Mann gewohnt? 54. Bieber ist 30. Da war P. Diddy 29 und hat einen 15-Jährigen. Bei P. Diddy selbst an. P. Diddy habt ihr bestimmt schon mal irgendwie gehört. Letztendlich ist er ein US-amerikanischer Musiker und Rapper, der eben schon seit unfassbar vielen Jahren richtig erfolgreich ist. Er ist ein Weltstar, hat ein Imperium aufgebaut und ist mehrere Millionen Dollar schwer. Er ist unfassbar erfolgreich. Was steht hier? Usher, ja auch mit 15 sogar für Wochen oder Monate. Ah, ihr seht das gerade nicht wegen meinem, da... Usher ja auch mit 15 sogar für Wochen oder Monate. Und bis vor einigen Jahren war er sogar relativ beliebt gewesen. Doch seine gesamte Karriere, dieses gesamte Kartenhaus, das P. Diddy sich aufgebaut hat, scheint jetzt gerade in Windeseile in sich zusammenzubrechen. Denn jetzt gerade, genauer gesagt seit Anfang September, sitzt P. Diddy im Gefängnis, weil ein Prozess gegen ihn ansteht, mit unterschiedlichen, wirklich schwerwiegenden Vorwürfen. Okay, okay, okay. Sekunde, ich will mir das nochmal durchlesen. Ich wollte den finishen lassen. Why officer who raided Sean Diddy Combs, Miami Mansion says he's as bad as Epstein. Wer ist Epstein? Wir müssen hier so viel, ich muss nebenbei so viel googeln, weil ich echt nicht so Ahnung habe. Ach so, das ist der Typ, der am Anfang gezeigt wurde. In der neuen Anklage hieß es nun, Epstein habe auf seiner Insel Little St. James Dutzende minderjährige Mädchen und gefangen gehalten. Department of Homeland Security raided Sean Diddy Combs, Miami Mansion. They were allegedly found sex rooms filled with sex toys, hidden cameras and more. Okay, stabilo Milo. Okay, aber ich finde doch, es ist schon sus. Also so, ich finde jetzt mal so rein die Sex Toys finde ich jetzt erstmal grundsätzlich noch gar nicht so schlimm. Versteckte Kameras ist halt das Problem. Kameras, wenn man das weiß, abgesprochen, jeder soll das machen, was er für richtig hält, was das Thema angeht, allerdings nur mit Consent, nur wenn beide Parteien damit fein sind. Wenn ich hier schon Hidden Cameras lese, also hidden, versteckt, dann hat das nicht mehr viel mit Consent geben zu tun, glaube ich. Das macht es halt wieder problematisch. Also Sex Toys finde ich gar nicht problematisch. Kameras, Semi, das Problem. And more. Sex Toys, Hidden Cameras and more. Okay, stabilo Milo. Weiß ich nicht. Naja, wenn es bei diesen Partys, boah, da gibt es so viele Komponenten. Ich wollte gerade sagen, wenn das nur Erwachsene sind, dann ist kein Problem. Dann ist ja auch wieder das Problem. Was ist, wenn die da unter Drogen gesetzt werden oder so? Vermutlich, ne? Also, wenn irgendwas halt passieren würde. Ich habe das nur mitbekommen mit Justin Bieber, ne? Der hat jetzt relativ viel darüber, nee, ich will nicht sagen ausgepackt, aber er hat so sich öffentlich quasi ausgesprochen, dass er damals Vollgas gehatet wurde und dass er nicht wirklich gewusst hat, so warum oder wer seine Freunde sind und wer nicht. Und er hatte damals bei Diddy gewohnt, warum auch immer. Das ist ja sowieso das Weirdeste. Seine Mom hat das einfach erlaubt anscheinend, weil ich meine, die kann ja über ihn bestimmen, also bestimmen klingt so falsch, aber wenn er 15 ist, dann musst du ja die Erlaubnis einholen, dass der, dass dein Kind halt bei irgendeinem Rapper wohnt oder sowas. Und da hat sie auch gesagt, ja, fix, mach mal so.
das finde ich halt auch richtig krass, ne? Dass ja die Eltern von Justin gesagt haben, klar, kannst du bei einem 29-jährigen Mann leben. Da sehe ich gar kein Problem mit deinen 15 Jahren. Aber wir schauen mal weiter rein. Okay. Prozess gegen ihn ansteht mit unterschiedlichen, wirklich schwerwiegenden Vorwürfen. Unter anderem sind Vorwürfe dabei, dass ihn gewalttätig gewesen ist und Leute eben zum Beispiel verprügelt hat, schwere Körperverletzungen begangen hat, unter anderem auch bei seiner ehemaligen Freundin. Aber ein Skandal, der besonders im Fokus der Medien steht, sind die sogenannten Freak-Out-Partys, die er veranstaltet hat. Denn sowohl in seinem Anwesen in Miami als auch zum... Das ist schon sauschön, ne? Das ist echt super schön. Das muss so geil sein, wenn du einfach... Stell dir vor, das da. Okay, das ist sein Anwesen. Da schaut das geil aus. Stell dir vor, du wohnst da einfach. Wie fucking sick ist das? Ist das nicht alles sein Anwesen? Also ist das nicht so bei so Superreichen, dass sie so super viel haben? Palmen und Wasser und noch mehr Wasser. Das Ding ist, alle sagen, ja, wenn ich im Lotto gewinnen würde, dann. Aber das sind immer die Leute, mich eingeschlossen damals, die kein Lotto spielen. Du kannst nicht im Lotto gewinnen, wenn du kein Lotto spielst. Lotto spielen ist gar nicht so teuer. Ich glaube, ein Spiel kostet ja irgendwie so 2 €. Also jetzt mal ganz ehrlich, so oft, also ich bestelle bestimmt 3-mal im Monat Essen. Das ist ja, weiß Gott, wie oft Lotto spielen eigentlich. Zum Beispiel in einem Hotel soll er diese verstörenden Partys zusammen mit Essarbeitern und anderen Prominenten gefeiert haben. Okay. Diese Essarbeiter sind letztendlich Arbeiter, die für Akte die von Karl S. beschäftigt werden. Ich denke, ihr könnt euch denken, wofür das S steht in dem Wort. Ich sage es jetzt einfach mal nicht, weil... Ich war so gutgläubig gerade. Ich war so gutgläubig in diesem Moment und habe mir wirklich nichts dabei gedacht, dass der sagt S-Mitarbeiter. Bis zu dem Moment, wo er sagt, ihr könnt euch bestimmt denken, wofür... Ich spreche es jetzt nicht aus, YouTube, dies, das. Seegrasarbeiter. Spielparadies-Mitarbeiter. Das kann doch sein. YouTube damit sonst Probleme hat. Aber dies waren letztendlich Partys, wo Leute miteinander unter anderem auch Verkehr hatten. Teigreis. Was ich ja grundsätzlich gar nicht so schlimm finde, wenn alle Parteien fein damit sind. Ich finde es ja grundsätzlich nicht schlimm, wenn alle über 18 sind und alle da Bock drauf haben, dann können die ja auch ruhig bisschen zusammen Spielparadiesen. Kein illegaler Shit, genau. Ja, also wenn keine illegalen Substanzen eingeflößt werden, um jemanden irgendwie willig zu machen, wenn alle Parteien ja sagen, wenn alle Parteien volljährig sind und sich genau bewusst sind, was hier passiert, sehe ich da kein Problem. Na? Aber hier gibt es ja scheinbar ein Problem. Also wir können ja jetzt aufgrund dieses Videos nicht davon ausgehen, dass all diese Faktoren auch zutreffen. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass hierbei Leute gegen ihren Willen scheinbar gezwungen wurden, miteinander zu schlafen. Das ist nicht gut. Da sind wir ganz doll gegen, Leute. Ganz doll. Mögen wir nicht, wollen wir nicht. Soweit ich das Ganze recherchiert habe, wurden eben diese S-Arbeiter gezwungen, miteinander zu schlafen, beziehungsweise mit Prominenten zu schlafen. Aber auch Prominente sollen teilweise unter Druck gesetzt werden, damit sie eben mitgemacht haben. So wurde scheinbar sowohl Gewalt angedroht, als auch wurde angedroht, dass die Karrieren der Prominenten auf dem Spiel stehen, wenn sie P. Diddy nicht gehorchen, wenn sie eben nicht mitmachen. Es gab zum Beispiel einen US-amerikanischen Rapper, der in einem Interview gesagt hat, dass er mit angesehen hat, wie 2 bekannte Rapper, vor denen er vorher richtig viel Respekt hatte, dort miteinander geschlafen haben, scheinbar weil P. Diddy dies wollte. Warte mal, 2 Rapper, also wir reden hier von dem männlichen Rapper, nicht Rapperin. Das heißt, P. Diddy hat 2 Männer dazu gezwungen, miteinander zu schlafen. 2 Rapper. Vielleicht, also wissen wir jetzt nicht, aber vielleicht sind die ja gar nicht interessiert am gleichen Geschlecht. Denn bei diesen Akten, wo es eben gegen den Willen der Leute... Bist du deppert? Vor allem, das sind ja auch Leute, die haben Kohle. Die können sich Sicherheitsdienste und sowas halt engagieren. Bist du deppert? Ich kann mir das auch gut vorstellen. Du bist dann dort in der Gruppe, der hat da wahrscheinlich voll viele Bodyguards und sowas und der sagt, okay, entweder du machst es oder deine Karriere ist einfach over. Weil ich bin fucking P. Diddy. Ich könnte mir vorstellen, dass es so passiert ist, ne? Weiß man natürlich nicht. Weil ich bin P. Diddy und wenn es dann auch noch überall gefilmt wird und sowas, dann weißt du, was dann passiert ist, ne? Dann haben sie das gemacht aus Angst und dann haben sie ihnen gesagt, yo, by the way, schau mal da oben, da ist eine Kamera. Falls du irgendwas sagst oder sowas, dann kommt das Video einfach raus. Und dann ist klar, dass da keiner was sagt.
bist du deppert. Oh, da dann ist es halt auch so eine Frage von, warum nimmt er dann ausgerechnet Prominente? Weil das klingt jetzt natürlich blöd, aber ein No-Name, irgendein random Typ von der Straße, dem wird halt viel weniger irgendwer glauben, als halt seine komplette Fanbase. Millionen von Menschen, die jetzt... Du kannst halt auch einfach Leute, die in der Entertainment-Branche arbeiten, sehr, sehr leicht erpressen mit so einer Art von Videomaterial. Keine Ahnung, also, weiß ich nicht, hier Creep Hustle Lunch oder sowas. Der postet dann ein Video, yo, das und das ist mir passiert. Das kommt halt viel, viel kräftiger, viel heftiger an. Eben, Machtgefühl. Das hatte ich mir auch gedacht. Meine Katzen sind gerade schon wieder reingekommen. Wäre cool, wenn ihr jetzt hier aber nicht so rumschreien würdet jetzt. Der ist einfach größer als ich bald. Mark Wahlberg etc. da auch mitgemacht, wie heute rausgekommen ist. Okay, angeblich, weiß man nicht. Aber selbst wenn der dann... Ja, das, was da gerade stand mit Kesha hat ihre Lyrics geändert, ne? Das ist mir auch aufgefallen. Also daraus besteht auch ein bisschen meine TikTok For You Page. Wenn sie live geht, dann singt sie halt jetzt auch nicht mehr like P. Diddy in ihren Songs. Hat P. Diddy zugeschaut und diese teilweise sogar gefilmt und bei sich in seinem Anwesen aufbewahrt, die Videotapes. Unterschiedlichste Leute, die das Ganze aufdecken wollten, sollen angeblich laut Gerüchten auch zu Schaden gekommen sein, weil P. Diddy sowie andere einflussreiche Leute das Ganze unbedingt geheim halten wollten. Ihr seht, ich spreche hier die ganze Zeit von anderen einflussreichen Leuten. Im Internet kursieren derzeit unterschiedlichste Prominente, die mit P. Diddy unter einer Decke stecken sollen. Unter anderem zum Beispiel Will Smith oder auch Beyoncé und so weiter und so fort. Oder auch teilweise Oprah Winfrey oder Snoop Dogg. Es gibt Moment, das ist jetzt, warte, Diddy felt the heat and dropped names under his birthday guest list, insinuating that he will expose others before his arrest. Drake, Oprah, Jennifer Lopez, A-Rod, Will Smith, Alicia Keys, ja, Justin Bieber. Das finde ich wild. Es gibt letztendlich ganz, ganz viele Namen, die derzeit im Internet umhergeworfen werden. Aber bestätigt ist derzeit nur der Verdacht um P. Diddy. Die anderen Leute standen in Kontakt mit ihm, waren teilweise auf Partys von ihm gewesen. Aber deren... Bruder, ist ja jeder DJ... Leute, ich habe das gar nicht gecheckt, dass da Namen unten stehen. Prince Andrew? Involviertheit ist derzeit lediglich ein Gerücht. Aber es soll eben gerade dieser Skandal beweisen, dass in der Musikwelt, bei diesen Reichen, bei diesen Prominenten... Ja, Drake stand als erstes. Er wird mich wundern, wenn er nicht dabei ist. Ne? Unfassbar verstörende Dinge vor sich gehen, weil es hierbei eben auch um Esshandel geht. Ess, das gleiche Wort wie... Spielwarenhandel, ne? Seegras. Auf jeden Fall, das ist schon unfassbar verstörend, aber die Polizei hat mittlerweile auch Beweise für diese Anschuldigung gefunden. Ich wollte gerade sagen, ich habe nicht gehört, dass manche Leute, das ist da so eine Art, bevor die Polizei überhaupt bei dem Haus war, dass manche Leute mit so fetten Hummers dorthin gefahren sind, Hummers. Und dann reingegangen sind, einfach nur um die, also irgendwelche Prominente angeblich oder irgendwelche Leute wurden geschickt, und damit Videomaterial eben verbrannt wird oder geklaut wird oder wie auch immer, damit halt sie nicht zu Schaden kommen, wenn die Polizei das findet. Denn als sie eben jetzt ein Haus untersucht hatten, das Haus von P. Diddy in Miami, fanden sie nicht nur einige dieser Videotapes, die das Ganze beweisen, sondern auch 1000 Flaschen Babyöl. Stimmt, das habe ich auch bei TikTok gesehen und das habe ich gar nicht geschnallt. Mich wundert's nicht, dass Musiker mit Haufen Geld weirde Dinge im Überfluss haben. Aber das okay, ist random. Was? 1000 Flaschen Babyöl. Warum Babyöl? Warum nicht Massageöl? Warum nicht Kokosöl? Kokosöl ist super. Kokosöl ist auch richtig gut für die Haut, für die Haare. Öl ziehen hier für Zahnfleisch. Leute, Kokosöl, Allrounder. Kannst mit kochen, kannst mit backen, kannst mit irgendwas einreiben. Kannst du auch beim Spielwaren spielen, ne? Funktioniert alles. Kokosöl. Das ist so wegen Gleitsachen oder warum? Ich brauche nicht genauer beschreiben, wofür dieses Babyöl gebraucht wurde. Ich denke, ihr könnt euch... Doch, bitte, beschreib es. Ich check's nicht. Also, ja, ich... Ach, doch, ich würd gern wissen, wofür genau. Warum Babyöl? Warum nicht ein anderes Öl? Denken, dass man nicht für den Privatgebrauch 1000 Flaschen Babyöl braucht. Das Babyöl angeblich für den Boden, damit die Frauen nicht fliehen können. Glaubst du?
Für den Boden? Ich glaube nicht, dass die dann so eine Kevin allein zu Hause Falle inszenieren würden, sondern einfach irgendeinen. Aber warum Babyöl? Typ mit einer Waffe. Dann stellst du da hin und dann ist so, yo, wenn du rauskommst, dann nicht lebend, ne? Wasserrutsche für den Pool. Ja, ich lass das Ganze jetzt am besten einfach mal so stehen. Derzeit sollen unterschiedlichste andere Prominente in Panik verfallen, weil eben diese Skandale jetzt gerade ans Licht kommen. So soll zum Beispiel Pink, die bekannte Sängerin, aber auch Usher ihre gesamten Social-Media-Profile geleert haben, weil man ansonsten vielleicht Material dort findet, das eben einen Verdacht auf sie lenkt. Viele Leute sind deswegen skeptisch, man muss aber dazu sagen, dass es hier Zweifel gibt, denn Pink hat ihren Account nicht, so wie es jetzt oft gesagt wird, vor kurzem gelöscht, sondern bereits im Februar diesen Jahres und angeblich, weil sie Drohungen und so erhalten hat. Usher sagt, er wurde gehackt. Also sobald er Das ist eh klar, dass da jetzt wieder voll rein interpretiert wird und sowas. Na, als nächstes kommt Gronkh. Ah, Gronkh steht auch einmal in der Kritik, na frag dich mal, warum. Leute, hier bringen Leute vielleicht Sachen, die nicht zusammengehören, in Verbindung. Gronkh steht in der Kritik? Doch, da habe ich das gesehen. Doch. Shoyoka hat, glaube ich, ein Video gemacht. Aber auch Pink soll Teil dieses gesamten Zirkels sein. Wie gesagt, nur Gerüchte. Ja, das glaube ich. Mit anderen Worten, derzeit gibt es in Amerika scheinbar eben in der Musikbranche unfassbar verstörende Partys, wo Leute gezwungen werden, miteinander zu schlafen oder man. Hä? Ich dachte, Spielwaren. Ihnen Gewalt an oder zum Beispiel das Beenden ihrer Karriere. Und so etwas kann wirklich schreckliche Auswirkungen auf Menschen haben und deswegen wird im Internet derzeit ganz oft Justin Bieber als Beispiel angebracht. Denn Justin Bieber hatte jetzt in der Vergangenheit Videos, die veröffentlicht wurden, wo man sehen kann, wie unterschiedlichste prominente Musiker extrem fragwürdige Dinge ihm gegenüber tun. Ja, fix, das habe ich auch gesehen. Das war schon sehr weird. But Harry, who apparently wanted to know what the Beaver Butt. Damals, wo er so 15, 16 war oder sowas, und die hatten es dann einfach on camera. On camera sind einfach so hingekommen zu ihm und haben ihn da so umarmt oder so, oh, du riechst voll gut und bla bla und lauter solche weirden Sachen und sowas. Ist schon komisch, ne? Ich meine, damals gab es einen extremen Hass auf Justin Bieber, weil, okay, die Musik ist nicht die beste gewesen für viele Leute und er ist halt so dieser, wie sagt man, also dieser 2010er, so Boy, einfach so, das war diese neue Ära, so nach diesem Emo-Ding. Ich bin total schockiert. Justin Bieber ist doch kein Emo gewesen. Wegen seiner Frise oder was? Weil die drüber gekämpft waren. Das ist ja ganz ehrlich, also wenn das ein Emo ausmacht. Aber ich bin so schockiert. Da hat dann jeder so Caps getragen, so DC-Schuhe und hat dann den hier gemacht. Weißt du, was ich meine? Um die Haare zu richten. Die Goth-Kids bei South Park machen das auch. Aber Justin Bieber wurden auch sehr, sehr krasse Sachen angetan. Und was halt hinter den Kulissen noch passiert ist, das weiß ja auch keiner. Zumindest nicht, bis er es halt offiziell so sagt. Ne? Und von dem her, ich verstehe, dass er halt als Teenager unter extremem Druck gestanden hat. So wird er zum Beispiel in einigen Videos begrapscht von bekannten Sängerinnen oder auf den Hals geküsst, wo er selber danach sagt, er findet das sehr seltsam, er fühlt sich violated. Boah, dieses Face auch. Find der gar nicht cool, was da gerade passiert. Fände ich auch gar nicht cool. Wenn mich ein 40-jähriger Mann. Oh nee, Alter. Er fühlt sich benutzt und missbraucht. Oder er wird teilweise gefragt, dass er eben aufklären soll über Sex, eine Moderatorin in einer Radioshow, wo Justin Bieber selber sagt, er findet es extrem komisch, diese Sachen gefragt zu werden, da er ja minderjährig ist. Das ist auch komisch. Warum macht man das? Alles Gute Nachträgchen. So, Dankeschön. Ja, ich hatte am Montag Geburtstag. Warum fragt man überhaupt? Also ja, berühmt und er ist ja sehr jung schon sehr berühmt geworden und das ist alles super interessant und dies und das. Aber warum? Welche Prominenten machen ihm seltsame Komplimente, dass er zum Beispiel gut riecht, schöne Augen hat, wunderschöne Lippen hat, Dinge, die unfassbar merkwürdig wirken und wo man bei Justin Bieber selber bemerkt, wie unfassbar Sorry, dass ich so oft anhalten muss, ne? Aber ich bin dann so schockiert. Das Ding ist, jemanden ein Kompliment zu machen, ist ja grundsätzlich eine gute und schöne Sache. Aber wenn du ja jemanden sagst, du hast wunderschöne Lippen, du hast wunderschöne Augen. Das sind ja eher
intimerere Komplimente als dein Outfit sieht gut aus oder du hast schöne Haare oder so. Das ist ja so Lippen, Augen, Körper, so. Das sind ja eher so Sachen, die man ja komplimentiert, weil man ein intimeres Kompliment geben möchte. Und das bei einer Person, die auch noch minderjährig zu machen, ist einfach gruselig. Weiter. Fraglich ihm das Ganze ist. Hier einmal ganz kurz ein Ausschnitt von diesem Video, das jetzt im Internet viral gegangen ist. Ja, das ist das. Das ist so übergriffig. Das ist. Boah, Leute, ich habe wirklich Gänsehaut. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr das. Seht ihr das? Das ist so sexuell übergriffig. Gänsehosen übergriffig. Sie. Wo greift sie da hin? Guck mal, er will das gar nicht. Er geht weg und sie. Ja, das ist fett weird. Fett weird. Guckt euch dieses Gesicht an. Das ist voll weird. Bist du deppert, der Style damals aber auch. I feel violated right now. Er sagt noch, I feel violated right now. Ja, fix, und die Leute, die finden das dann lustig, so haha, feel violated. Who apparently wanted to know what a Bieber butt felt like. Katy Perry ist sowieso weird. Was ist da, Katy Perry? Oh, what a Bieber butt. Was Fix, und ist die Leute, die finden das dann lustig, so haha, feel violated. Who apparently wanted to know what a Bieber butt felt like. Oh, Katy Perry ist sowieso weird. Die ist mir schon ein paar Mal irgendwie komisch aufgefallen. Ich mag ihre Musik sehr gerne, aber es ist manchmal ein bisschen komisch. Und diese. Okay, smell amazing. Auch weird. Aber ist jetzt nicht übergriffig. Unterschiedlichen Dinge, die Justin Bieber angetan wurden. Er hat zum Beispiel 48 Stunden mit P. Shame on Diddy us. verbracht, und dort vermutet man auch, dass er eben unterschiedlichste schlimme Dinge erlebt hat, haben Auswirkungen an ihm gezeigt. So gab es vor kurzem ein Interview, wo er eben auch über Billie Eilish und seine Erfahrung in der Billie Musikbranche sprach. Eilish. Und dabei hat Justin Bieber gesagt, dass er eben Billie Eilish oder andere junge Musiker schützen will, dass diese nicht das Gleiche durchmachen müssen wie er. In diesem Interview spricht er eben davon, wie das Ganze ihn zerstört hat, und er ist den Tränen nah und kann kaum darüber sprechen. Justin Bieber muss eben, so viel aus dem Internet, wirklich schlimme Dinge in der Vergangenheit erlebt haben, bei diesen Feiern in dieser Musikbranche, weil Das auch glaube er ich. wahrscheinlich zum Opfer davon wurde. Wahnsinn. Weil er eben wahrscheinlich von anderen Musikern zu Dingen gezwungen wurde, die er nicht machen wollte, oder zumindest unter Druck gesetzt wurde, weil das in dieser Branche eben so üblich ist. Also, ich finde es sau stark, dass er darüber redet, auch wenn es ihn so sehr belastet und es ihm so schwer fällt. Ich finde es super stark, dass er es tut. Ist. Eben. Und jetzt stell dir mal vor, du bist irgendein fucking 12, 13, 14-Jähriger. Du hast sowieso keine Kindheit, weil auf einmal, du bist auf einmal weltfamous. Jeder kennt dich und du lebst ein außergewöhnliches Leben. Und dann kommen irgendwelche erwachsenen Menschen und bedrohen dich, wahrscheinlich, vermutlich mit deinem Leben und mit dem Leben von deiner Familie oder sonst was, wenn du da irgendwas erzählst, ne? Viel Spaß damit umzugehen. Meine größte Sorge war damals, dass ich kein Geld hatte für das neue FIFA, aber das war eh nicht der Fall. Ich bin mir sicher, ich hab's leider gehabt. das Ganze ist vielleicht jetzt nicht der größte Schock für euch. Ich denke, ihr habt nicht erwartet, dass in dieser Musikbranche bei den Reichen, bei den Mächtigen alles toll läuft. Wir hören immer wieder von Drogenskandalen, von Alkoholskandalen oder anderen Dingen. Aber jetzt ist eben ein weiterer Beweis gefallen, dass es scheinbar unterschiedlichste Prominente gibt, die unter einer Decke stecken und die scheinbar ihre Macht, ihre Stellung und ihr Geld ausnutzen, um andere zu kontrollieren und zu wirklich verstörenden Dingen zu bewegen. Derzeit kommen aktuell immer und immer wieder neue Informationen rund um P. Diddy ans Licht. Das bedeutet, dieser Fall ist brandaktuell, er ist noch nicht abgeschlossen, und zum Zeitpunkt, wo dieses Video hier online kommt, kann es eben sein, dass neue Informationen ans Licht gekommen sind. Ja, klar. P. Diddy selbst sitzt zum Zeitpunkt dieses Videos in Untersuchungshaft. Er hat 50 Millionen Dollar geboten, um freizukommen auf Bewährung. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Das Ganze scheint für ihn so. 50 Millionen Dollar. Wisst ihr eigentlich, wie oft ihr damit Lotto spielen gehen könnt? Gravierend, so schlimm zu sein, dass er 50 Millionen Dollar bietet, einfach nur um wieder auf freien Fuß zu kommen. Da kann man das. Wenn er. Das macht nur jemanden, der safe unschuldig ist. Ja, klar macht das nur jemand, der safe unschuldig ist. Also, ich würde jetzt auch also gar nicht denken, dass das alles war, was da gegen ihn gesagt wurde.
gesagt. Ja. Frei wäre. Glaubst du, würde er abtauchen? Safe, oder? Ich meine, es wäre zwar scheiße, weil dann muss er halt irgendwo anders leben, aber der Typ hat halt immer noch so viel Kohle und so viele Connections, dass er irgendwo untertauchen kann, wo die Gesetze schwierig sind in einem Land, das er nicht ausliefern würde. Dort hat er dann Bodyguards, die bewachen das alles und sowas. Er macht einen Zeus, maybe eh. Klar taucht er ab. Ja, ich glaube eh auch. Ich glaube eh auch. Auf jeden Fall würde er machen. Safe, bin ich mal gespannt, oder? Was ist mit dem blöden Opera-Browser? Von dem, was er vorhat. Aber da er eine zu große Gefahr für die Öffentlichkeit ist, wird er weiter in Untersuchungshaft gehalten. Dieser ganze Vorfall ist verstörend. Er geht Stand jetzt noch weiter. Und ich bin mir sicher, in den nächsten Wochen und Tagen erfahren wir weitere grausame und verstörende Details, was wirklich dort vor sich geht. Ich wollte euch einfach gerne mal über dieses Thema informieren, weil es im Deutschen immer viele kleine Randinfos gibt, aber noch nicht wirklich gut zusammengefasst. Danke, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Wahnsinn, tschüss. Ja. Ich dachte jetzt kurz, ihr sagt, okay, thanks, bye. Na, ohne Spaß, wenn Verschwörungstheorien mal wieder wahr werden. Ja, das hat es schon länger gegeben, ne? Diese Theorien. Also generell über Hollywood und sowas. Ich glaube, dass es sehr, sehr viele Leute bald exposed werden von was weiß ich wem für was weiß ich was. Aber wenn du einen Haufen Leute hast, die sehr viel Influence haben und sehr viel Kohle haben, dann stauen sich dazwischen Sachen auf, die einfach jahrelang unterdrückt werden mit aller Macht, die überhaupt möglich ist. Und selbst wenn Diddy verhaftet werden würde und irgendwie 30 Jahre jetzt theoretisch sitzen müsste oder so, du kannst dir sicher sein, dass es viele Leute gibt, die immer noch nichts sagen würden, ganz einfach, weil sie Angst haben, dass wenn er wieder rauskommt, dass er dann auf Revenge-Tour geht oder so. Das ist crazy. Wie gesagt, bis jetzt nur Anschuldigungen und sowas. Wir schauen, was dabei rauskommt, aber schaut nicht gut aus, ne? Weiß ich nicht. Also Anschuldigungen, die kommen ja auch eigentlich nicht von irgendwoher, vor allem, wenn es von so vielen Ecken kommt. Naja, war ein super Video. Danke, Kaiser, dass du das hochgeladen hast. Ich bin auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen weiter in der Thematik. Ja, krasses Thema, krasse Sachen, die da passiert sind und die krasse Anschuldigungen. Krasses Video.